So, hallo und herzlich willkommen zurück bei Gothic 2, die Nacht des Raben. So, ich habe mal ein paar Einstellungen gemacht in meinem Video, ein Dingsbums. Und hoffe auch, dass das Spiel in der Nacht jetzt besser funktioniert. Ist noch ein Wein? Ist das ein normaler Wein oder ist das ein spezieller Wein? Ne, ist ein normaler, okay. Beim letzten Mal, beziehungsweise gestern, haben wir ja hier aufgehört. Gibt es hier irgendwas Besonderes? Ne, okay. Schade, ich fände es cool, wenn es hier was geben würde. Ne, da unten ist nur ein Fisch, aber sonst nichts. Okay. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob ich hier diese Insel schon erkunden möchte. Aber so richtig schaden kann es ja auch nicht. Wir können ja später nochmal zurückkommen. Wir haben genau 20 Mana. Okay. Sind nur Warane tätig. Na komm her, das kriegen wir auch so hin. Mittlerweile halten wir hier ordentlich was aus. Na komm schon. Na komm. So, wir haben doch bestimmt noch eine Spruchrolle der Heilung, aber vorher muss ich meinen Mana wieder aufpumpen. Mhm. Ich glaube, das ist das nächste, was ich mache, mir eine Rune der Heilung erstellen. Damit ich einfach mich so ein bisschen heilen kann zwischendurch. Ah, komm her. Super. Es ist natürlich immer blöd, dass wir nach jedem Kampf immer nachrüsten müssen. Tafel gefunden, hier ist noch ein Feldnöterich. Ich glaube, von denen brauchen wir einige, wenn wir später Tränke brauen wollen. So, bevor wir böse Überraschungen auftauchen, würde ich gerne erstmal gucken, was für eine Tafel hier rumgeflogen ist.
Lebensenergie 3. Dreimal. Magie 1, Magie 2, Magie 3. Einhandkampf 2. Stärke. Okay, hier ist erstmal nichts mehr. Gibt es hier noch irgendwas zu entdecken, aufzusammeln? Nein, aber das sieht doch so verdächtig aus. So, jetzt halt ich. Hitbox angemacht. So, hier liegt ein Silberkelch. Hier liegt noch eine Steintafel. Bogenschützen 2. Treffer mit Bogen 4. Das ist doch supi. Ich speichere hier mal ab. Hier gibt es nämlich ein kleines Geheimnis. Und zwar, wie man schon sieht, der Varan, den hat die Wohlfahrt geküsst. Da kommen nämlich Stacheln raus. Und die tun weh. Wie man sieht. Ich glaube aber, die kann man... diese Fackel ausmachen. Wundert mich. Normalerweise dachte ich, man ist da permanent tot. Ja, hier gibt es ordentlich was zu entdecken. Wir können ja auch viel aufmachen. Aber wir können eine Truhe nicht öffnen. Kriegt man nämlich nur durch ein spezielles Event den Schlüssel. Goldener Kelch, normales Gold. Links, rechts, links, links, rechts, 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 links. Innos Statue, Silberkelch. Und ich glaube die... ohne den richtigen Schlüssel, genau, kriege ich das nie auf. Den Schlüssel können wir aber noch kriegen. Da müssen wir, aber erst... das können wir aber nicht einfach so machen. Hier wollte ich hin. Gab uns ordentlich Gold... ein Blutkelch, die werden auch noch... ja. Blutkelche, die werden auch noch was wert. Ansonsten gibt es hier auf der Insel wirklich nichts zu entdecken. Die Frage ist allerdings, gibt es hier überhaupt noch was zu entdecken? Ich glaube allerdings nicht. Ey! Blöder Varan. Keine Ahnung. Jo, ich habe keine Ahnung, warum der da jetzt so rumgebackt ist. Gut, naja, ist egal. Da haben wir diese Insel auch entdeckt. So, heute werde ich mich mal Gothic 2 ein bisschen widmen. Das müsste jetzt der 37. Part sein. Ich habe noch keine Ahnung, wie ich den Part benenne. Ist egal. Jo,
Das, ich glaube, aktuell gibt es auch nicht mehr zu entdecken. Ich meine, das wäre alles gewesen. Kann mich aber auch irren, aber ich glaube nicht. Wir müssen auch unsere Muscheln, die wir bei Skip aufgesammelt haben, öffnen und müssen dann gucken, können dann schauen, was wir dann so bekommen haben. Vielleicht können wir das noch ein bisschen zu Kohle machen. Auf der anderen Seite sehe ich jetzt nirgends großartig Geldmangel. Obwohl, mittlerweile sollten wir auch genug haben, dass wir uns den ein oder anderen permanenten Trank leisten können. Ich will mal speichern, sicherheitshalber. Ich will mal gucken, ob wir irgendwie uns so leicht aufs Schiff schleichen können. Ich meine, mich erinnern zu können, dass das geht. Naja, glaube nicht. Wir kommen sowieso auf das Schiff, also von daher. Habe ich schon mal gesagt, dass ich die Musik hier eigentlich ganz geil finde? Hier schon? Ich meine, hier gibt es nämlich auch ein paar Sachen zu finden unter dem ganzen Gerümpel. Immer schön gucken. Alte Münze. Trank, ein Pfeil, Erzbrocken, rostiges Schwert. Also nichts großartig Besonderes, bis auf den Erzbrocken. Ein paar Bolzen. Ja, das, was beim Verladen halt so übrig bleibt. Apropos verladen, meine Speicherkarte müsste eigentlich auch bald kommen. Ich habe mir bei Amazon eine Speicherkarte für meine GameCube bestellt, weil meine alte einfach kaputt gegangen ist und jetzt hoffe ich, dass sie kommt. Aber ich glaube, das ist so eine China-Sendung, die kann ziemlich lange dauern. Ansonsten haben wir hier alles, genau. Das bedeutet, wir brauchen noch 3000 XP, bevor wir jetzt überhaupt was machen können. Ich habe mich dazu entschieden, den die Stärketeile zu benutzen. Nichts zu holen. Gletscherquarz. Schwefel. Nichts zu holen. Nichts. Perle. Schwefel, Bergkristall, Aquamarin, Perle, super. Jo. Gut, dann geben wir Lars seinen Ring zurück. Wir haben ja noch den Abschiedsbrief. Was hast du anzubieten? Dann pass mal auf. Nichts Besonderes. Was ist das denn schon wieder hier? Ich glaube, im zweiten Kapitel haben alle Händler einen super Respawn. Von mir erfährt keiner was. Wenn ich es nicht mit Augen gesehen hätte. Ja.
das ist die falschen Leute gehört. Ich habe hier eine Innos-Statue für dich. Oh, vielen, vielen Dank. Möge Innos sein Licht über dich erstrahlen lassen. Ja, ja, schon gut. Alles klar, bitteschön, Edda. Gern geschehen. Ich würde gerne nochmal mit dem Ikarat sprechen. Ich habe ja... Eines Nachts, kurz bevor wir im Kloster waren, haben wir ja hier die Häuser ausgeräumt. Der kann mir nichts beibringen, außer Stärke kann er mir beibringen. Aber ich glaube... Du kommst mir gerade recht. Ich suche noch einen Assistenten für... Du willst doch bestimmt der Wissenschaft einen Dienst erweisen. Immer langsam. Sag mir erstmal, worum es geht. Ich habe einen neuen Zauber entwickelt. Einen Zauber des Vergessens. Ich konnte bereits einige praktische Anwendungen durchführen, aber mir fehlt die Zeit für einen abschließenden Test. Erzähl mir mehr über das Experiment und den Zauber. Der Zauber dient dazu, dass der Betroffene verschiedene Ereignisse wieder vergisst. Bisher konnte ich nur feststellen, dass er funktioniert, wenn der Betroffene verärgert ist, also wenn er gerade bestohlen oder niedergeschlagen wurde. Auch wenn er eine solche Tat nur gesehen hat, wird er sie wieder vergessen. Heißt das, ich soll irgendjemanden niederschlagen und dann verzaubern? Das macht dann wohl nur Sinn, wenn derjenige nach der Schlägerei wirklich verärgert ist. Hier im Hafenviertel sind Schlägereien nichts Ungewöhnliches, also müsste ich mir schon woanders ein Opfer suchen. Ja, ich denke, du hast verstanden, worum es geht. Aber um jemanden zu verärgern, reicht es, wenn du ihn angreifst. Du musst ihn nicht niederschlagen. Bevorzugt dafür sind Leute, die alleine sind. Wenn noch weitere Personen anwesend sind, kriegst du nur Probleme mit Lord André. Und es macht wenig Sinn, den Zauber auf jemanden zu sprechen, der dich gerade angreift. Warte auf den richtigen Augenblick. Okay, ich teste den Zauber. Dann nimm diese Spruchrolle und such dir ein Idee. Versuchsobjekt. Wenn du die Sache erledigt hast, komm zurück. Wegen des Experiments. Hast du schon, wenn du weitere Spruchrollen... Zeig mir deine... Das wollte ich sehen. Trank der Geschwindigkeit ist zwar ganz nice... 100, das ist natürlich viel, aber das ist es mir wert. Wie viel Laborwasserflaschen 9 habe ich? Ja. Ich habe auch schon eine Idee, wann, wo, bei wem ich den einsetze und eine weitere Quest in irgendeiner Weise hier damit trigger. Aber so weit bin ich noch nicht. Ich habe einen Brief von deiner... Was? Gib ihn her! Nein! Das glaube ich einfach nicht! Nein! Ich kann das nicht glauben! Es kann nicht sein, dass sie mich einfach zurücklässt! Nimm den Brief wieder mit! Ich will ihn nicht! Ich glaube fest daran, dass sie eines Tages wieder zu mir zurückkommt. Gut. Dann lassen wir das einfach mal. Der kann einfach nicht ab... haben, dass er eine Abfuhre von der Dame bekommen hat. Ah, den Ring an Laris habe ich schon zurückgegeben, verstehe. Stärke wäre geil. Leben wäre eigentlich auch nicht schlecht. Zeig. Die nehme ich. Hm.
Natürlich wäre es mit Armbrust ganz geil, wenn ich die tragen würde bald. Aber irgendwie habe ich jetzt auch nichts, was ich verkaufen kann. 18 Gold für so einen goldenen Kerzenständer finde ich ein bisschen wenig. Und Adanos überkam eine tiefe Trauer. Elixier der Stärke kostet 20 Lernpunkte, okay. Und so sprach Adanos zu seinen Brüdern. Nie mehr. Man darf halt nicht alles glauben, was man hat. Sollte lieber den Mund nach. Wer sagt denn sowas? Der erzähle ich gar nichts mehr. Das ist zeig mir. Er erzählt alles weiter. 800. Das nehme ich auf jeden Fall. Das ist doch kein Geheimnis mehr. Sieht das anders? Auf jeden Fall Elixier Stärke. Schon mal ganz geil. Das habe ich schon. Immer sagt sich das anders. Ich könnte natürlich Goblinbeeren entweder verkaufen oder selbst essen, weil ich glaube nicht, dass ich daraus was machen werde. Ich habe 6 Kronstöckel und daraus werde ich 6-mal Elixier der Stärke machen. Entweder werde ich das selbst machen oder ich werde das von jemandem machen lassen. Aber ich glaube nicht, dass der Typ das im Kloster machen kann. Das habe ich schon immer gesagt. Ja, komm, ist egal. Komm, hau mal rein. Das ist mal wieder typisch. Das ist doch kein Geheimnis mehr. Das habe ich schon immer. Das ist ja schrecklich. 25 Geschick. Er redet einfach. Er muss die Arbeit ja machen. Das sieht doch schon wesentlich besser aus. Er arbeitet auch den ganzen Tag. Mein Mann, zeig mir dann. Such dir was. So, dann kann ich das nämlich verkaufen vorerst mal. Das darfst du keinem erzählen. Erzähl mir nicht sowas. Ich muss von mir aus. Zum Kloster musst du mir nichts erzählen. Wir sind jetzt gleichgesinnt. Stimmt, mit Baltram würde ich gerne noch sprechen. Du handelst mit Piraten. Was? Wer hat... Ich habe mich mit einem von ihnen unterhalten. Er scheint in seiner Bucht auf dich zu warten. Was willst du machen? Es sind harte Zeiten. Jeder muss sehen, wo er bleibt. Hattest du keine Angst, erwischt zu werden? Das kann passieren. Du hast es ja auch herausgefunden. Aber du hältst doch dicht, oder? Mein Mann sieht das anders. Erzähl mir nicht sowas. Womit handelt ihr? Ich versorge sie meistens mit Nahrung. Und von ihnen erhalte ich dafür den besten Rum, den man in Korinnes kriegen kann. Ja, das könnte, das ist gut. Das ist in Ordnung. Ich könnte den Handel für dich. Wenn die jetzt Waffen oder so machen würden, das wäre das was anderes. Ich kann Korinnes zurzeit hier. 3 Flaschen sollen. Er arbeitet auch den ganzen Tag. Was weißt du über die Piraten? Sie leben in einem abgelegenen Teil der Insel Korinnes. Soviel ich weiß, kann man den nur mit einer Kogge oder einem Schiff erreichen. Die Bürger von Korinnes fürchten sich vor ihnen, auch zu Recht, weil sie im Grunde ein Haufen übler Halsabschneider sind. Aber wenn du mich fragst, sind sie bei Weitem nicht so schlimm wie die Banditen. Da hast du recht. Ich finde eigentlich Piraten ganz entspannt. Das war... Schlimme Zeiten sind das. Gut, warte mal, hast du noch Äpfel oder so? Ach, erzähl mir nicht sowas. Zeig. Nee, hat er nicht. Wer sagt denn sowas? Warte mal, Jora handelt doch auch mit gemischten Waren. Ich glaube, das ist ein Gemischtwarenhändler oder wie Lebensmittel. Das habe ich schon immer gesagt. Was weißt du über die Dieb? Gut, pass auf. Alles, was ich dir jetzt sage, hast du nicht von mir, klar? In der Hafenkneipe hängen oft zwielichtige Gesellen herum. Ich wette, der Wirt weiß was. Wenn du vorhast, die Diebe aufzuspüren, solltest du mal mit ihm reden. Du könntest zum Beispiel so tun, als ob du eine krumme Tour durchziehen willst. Vielleicht geht er darauf ein. Aber sei vorsichtig. Mit diesen Leuten ist garantiert nicht zu spaßen. Mhm. Das ist doch kein. Zeig mir deine Ware. Wer sagt denn so? Nee, der hat nichts Besonderes. Irgendwer muss die Arbeit ja machen. Und das wird noch viel schlimmer. Gut, dann gehen wir jetzt mal zu Skip und bringen dem die Lieferung. Auf der anderen Seite möchte ich aber noch mal hier vorne zu Ruka hin. Ich glaube, dass der
so heißt. Ach nö, du gehst ja jetzt nicht schon wieder strullen. Ich erzähl dir doch nichts Neues. Das war doch schon vorher klar. Ganz toll. Wie gebückt er läuft. Geil. Warte mal. Zeig. Ich muss mich sehen. Dieser alte Pissbär. So. Dann gehen wir jetzt. Gibt das Nahrungspaket. Können wir noch ein paar... Können wir noch ein paar XP abstauben? Ich bin echt mal gespannt, ob ich es schaffe, mich der Diebesgilde anzuschließen. Das wäre ganz cool. Juppaidi und Juppaido. Ich habe ein Paket von Baltram für dich. Was denn? Jetzt schickt mir die Hosen gestrichen voll, was? Naja. Was will man von so einer Händlerpfeife auch erwarten? Er sagt, er will 3 Flaschen von deinem Rum dafür. Das hätte er wohl gerne. Erst lässt er mich hier ewig warten, kommt nicht einmal persönlich und stellt obendrein noch Forderungen. Hier, gib ihm 2 Flaschen, damit soll er zufrieden sein. Okay, der lässt nicht mit sich handeln. Wir haben keinen Mana, wir könnten uns eine Runde hinlegen. Dann sind wir auch wieder voll. Perfekt. Warte mal, ist da unten irgendwas? Da ist ein Schiff, aber irgendwie... Hallo Rochen! Wow! Habe ich mich jetzt erschreckt. Ja, da geht's rein. Brauchen aber einen Schlüssel dafür. Und ja, naja. Den Schlüssel müssen wir kriegen. Gehen wir mal zu Baltram. Wir haben zwar ein paar XP bekommen, aber ich glaube, ganz so schlau war das nicht. Kannst du mir... Ja, die... Wie viel willst? Für bescheidene 100. Erzähl mir von... Gut. Also der gibt uns immer so einen kleinen Vorgeschmack auf das nächste Kapitel. Er wird dich brauchen. Ein Kapitel. Schrecklicher Mord. Das Auge... Finsteren Schergen. Sie kommen. Sie suchen nach dir. Ein Wächter wird fallen. Doch werden sich die 3 vereinigen. Erst dann wirst du erhalten, was dir zusteht. Das war alles.
Mehr kann ich nichts. Und ja, das Geld lohnt sich, weil da gibt es nämlich immer pro Kapitel einen ordentlichen Batzen XP. Ich habe was anderes gehört. Ich habe den Rum von Skip. Er hat mir allerdings nur 2 Flaschen gegeben. Verdammt teuer! Was bildet sich dieser Kerl ein? Ach, gib schon her. Viel kann ich dir dafür jetzt nicht geben. Das hier muss dir reichen. Naja, immerhin. So, ich werde den Part jetzt beenden und werde dann versuchen, noch ein Event zu triggern. Bis gleich.